verkauft etwas, irgendetwas. Wir werden hier... Obwohl, nee, wir gehen erstmal. Lass mich nicht lügen. Lass mich etwas kurz nachgucken. Und zwar haben wir ja eine Waffe bekommen. Die braucht 15. Wir haben 12. Das könnte hinhauen. Ich muss mal schauen. Wir haben 12. Wir haben 11. 4 Level down mal, dass wir die anziehen können. Okay. Mit welcher Keule meintest du gerade eben? Ich habe so eine von Anfang an bekommen. Ja, die habe ich ja auch, deswegen, ich probiere das gerade aus, aber also mit dem Streitkolben und mit dem... Ah doch, das geht, das geht. Ja. So, hier rufen wir mal. Erstmal gucken, ich weiß, dass hier oben noch irgendein cooles Item war. Aber da muss ich später, glaube ich, erst hin, weil da brauche ich nämlich einen Schlüssel. Diese Türen sind nämlich verschlossen. Und ich spoiler euch mal, weil da sind die Türen vom ersten Boss. Hallo. So, da haben wir zwei Leute geholt. Diesmal spielt man auch, glaube ich, nur zu dritt miteinander, ne? Mhm. Zack, zack. Wieso mache ich denn dem keinen Schaden? Ich hab hier einen verbuggten Gegner, lol. Okay, cool, den Bug kenne ich gar nicht. Jetzt müssen wir hier lang. Haben wir den Schlüssel schon? Der lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Okay, ich muss die Abkürzung freischalten. Komm, probier hier lang. Batz, batz. Also ihr seht schon, hier am Anfang bin ich sehr, sehr oft gestorben, deswegen weiß ich, wo die Gegner schon hinter welchen Ecken die sind. Das tut mir leid, wenn ich ein bisschen das Spiel versau, aber ich finde das nicht so schlimm. Jetzt gehen wir hier lang. Und hier gab es den Feuersalamander. Hier findet man nämlich ein... Und was war hier? Ich glaube, ein Schlüssel für die Villa. Feuerbombe gefunden, eine Fackel gefunden. Sehr schön. Schön abgerollt. Der hilft mir jetzt. Also ich habe jetzt einen Typen beschworen. Es gibt hier zwei verschiedene. Es gibt einmal so große und kleine weiße Hilfssteine. Die großen sind, glaube ich, die kann man immer setzen. Und die weißen, die sind, glaube ich, nur für eine Zeit da oder sowas. Leider. Hey, komm ich. Oh nein, jetzt bin ich hier nach unten gefallen. Jetzt bin ich nach unten gefallen. Ich hoffe, ich. Doch, ich komme hier noch weg. Das ist das Wichtige. Nicht, dass ich da auf einmal hier festhänge. Das wäre nicht gut. Hä? Was ist mit dem los? Das ist voll verbuggt. Hä, wie verbuggt ist denn das Game gerade? Das hatte ich noch nie so. Jetzt bin ich gestorben. Guck dir mal, wie ich gestorben bin. Das war ja mal ehrenlos. Das war richtig ehrenlos. So ein Tod. Hm. Der Gegner ist einfach unsterblich, weil er eigentlich tot ist, aber trotzdem noch lebt. Ich habe noch ein paar Menschen. Ich wollte jetzt eigentlich keine Menschlichkeit benutzen, aber... Nachhinein, wenn ich überlege, wenn ich noch 3 Stück habe, ist es gar nicht so schlimm. Guck mal hier. Matze, du hast keinen in meinem Level, ne? Nee, nicht wirklich. Ja, ich habe einfach meine Menschlichkeit benutzt. Einfach, weil ich dann cooler aussehe. War schon. War blöd eigentlich von mir, die zu benutzen, aber... Oh, 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 diese langen Waffen, auf die muss man echt aufpassen. Die können gefährlich werden. Ich spiele jetzt auch wieder mit Schild, also das heißt, ich muss wieder blocken. Ich bin ein bisschen an meinen Main, an meinen Battler gewöhnt, weil den habe ich auf so eine extrem starke Zweihandwaffe spezialisiert. Zack. Ah, die ziehen gut, die Gegner, die ziehen gut. Der Bogenschütze macht uns auch gut Schaden.
unbedingt meine Seelen wieder. Ich brauche meine Seelen wieder. Na? Gegenstand. Oh, jetzt komm! Verarsch mich nicht, Spiel. Ein Wurfmesser haben wir gefunden. In der Zeit kassieren wir die ganze Zeit. Das ist auch nicht klug. Aber da können wir gerade nichts gegen machen. Außer uns gegen zu heilen. Die wollen hier noch Bogenschützen. Der. Oh. Jetzt müssen wir langsam aufpassen. Die mit den Schildern, die lasse ich komplett weg, weil die. Nein! Nein! Oh mein Gott, ich habe meine Seelen verloren. Oh mein Gott. Der wollte nicht springen, weil ich keine Ausdauer hatte. Das war dumm. Ärgerlich. Also die mit den Schildern, die greife ich gar nicht an, weil die Gegner sehe ich gar nicht einzugreifen. Weil man muss bei denen eine Stunde warten, bis man irgendwann die hitten kann, weil die alles abblocken. Man muss also warten, bis die einen Angriff machen. Das sind sozusagen die Lanzenträger aus Dark Souls 1. Die kann man einfach weglassen. Finde ich unnötig, gegen die zu kämpfen. So. Immerhin mache ich jetzt hier 100 Mal mehr schon als letztes mit meinem Bettler. Ich musste die irgendwie 10 oder 20 Mal angreifen letztes Mal. Naja, gehen wir einfach mal weg. Ich will aber trotzdem das Gebiet machen. Also ihr seht schon, Dark Souls, obwohl ich hier schon mal war, ich sterbe immer noch. Also es wird nicht langweilig. Es wird nicht langweilig. Hatte die auch mal doch am Anfang gedacht. Boah, nice Execute. Das war die Execute-Animation. Jetzt kommt hier wieder einer runtergeklettert. Komm. Na, dann kommt keiner. Oh, das war gefährlich. Wir heilen uns. Ich heile mich immer wieder hoch. Ich möchte nämlich. Oder? Ne, da kommt keiner mehr. Eieieiei. Komm. Ich heile mich. Ich möchte nicht sterben. Ja. Und man sieht schon, die machen übertriebene Kombis. Und ich habe jetzt schon alle meine Heiltränke verbraucht, sozusagen. Also, das Spiel ist vor allem am Anfang extrem, wirklich extrem schwer gehalten. Für Neuanfänger weiß ich gar nicht, wie die das machen sollen. Wenn man Dark Souls 1 nicht gespielt hat. Die werden hier ragen ohne Ende. Ich meine, ich als Dark Souls 1 Durchspieler habe trotzdem ja übertriebene Probleme. Mal gucken, wie kommt man da oben hin? Weiß ich gar nicht. Na, erstmal hier weiter. Genau, in diese Höhle muss ich nämlich. Da kommt. Ha, da bekommt man einen Free Kill. Menschenwill. Ah, hier bin ich auch mega dumm letztes Mal gestorben. Kann ich euch zeigen gleich wie. Oh, I'm sorry. I was just daydreaming, I think. My name is Kale. I'm navigating the continent to create. Why cartography? Well, that's a good. When I first came into this forsake, it was. A curse? How embarrassing. But I do know one thing for certain. I came to this land some. Drangling. The. Have you seen Majula? I've made it my temporary. Inside the mansion, I believe. Now I'm true. Yes. Wait. Then what? Well, you look wonderful. Shame on you. Here, take this. Okay, da haben wir. Joy to meet a kindred spirit out here. Da haben wir den Schlüssel der Villa gefunden. Das war das einzige abgeschlossene Häuser in der Stadt. Da kommen wir jetzt rein. Und wenn ich mich recht erinnere, findet man da eine Scherbe. Jetzt guck mal, hier bin ich letztes Mal gestanden. Boah, ich habe mich so geärgert. Hier hört das nämlich auf und ich bin einfach durch. Ja, ich bin da einfach runtergehüpft. Weil ich dachte, es geht um die Ecke, laufe mit maximaler Geschwindigkeit durch und dann zack, war ich instant tot. Aber wir haben jetzt einen Schlüssel, das ist das Wichtigste. Das heißt, wir können weiter.
Ich überlege, es kommt gleich ein Gegner, ja? Das spoil ich euch, auch wenn das blöd ist, aber es kommt ein Gegner. Matze, du weißt welcher? Der mich verflucht. Die Frage ist, soll ich den holen oder nicht? Ach, den. Na, gute Frage. Es kommt nämlich ein Gegner, der... Also ich würde euch das normalerweise gar nicht sagen, aber bei dem ist es, wenn man den einmal getroffen hat, kommt er nie wieder. Deswegen lasse ich den, glaube ich, da erstmal stehen. Ich weiß natürlich auch nicht, wie das ist, wenn du ihn... Ja, ich, das wäre jetzt zu viel Spoiler. Es sei denn... Oh, nee. Würde mich aber auch interessieren, wie man das insgesamt handhaben kann. Oh, jetzt reicht's mir, Mann! Hau mich doch nicht die ganze Zeit! Was ist denn los mit dir? Moment, ich gehe da trotzdem hoch. Das ist blöd. Ich darf, glaube ich, nur nicht in die Mitte gehen. Doch, er ist da. Fuck. Nein. Hast du ihn jetzt echt gerufen? Ja. Ohne Hilfe? Er steht da oben. Hey, der ist einfach wegteleportiert. Er ist wegteleportiert. Ich wollte ihn gar nicht rufen. Da war der. Hat sich aber wegteleportiert. Vielleicht war das auch noch eine Animation. Kann ja auch sein. Nein, nein. Wenn du hochgegangen bist und dann runter gehst, dann haut er ab. Okay, ja, dann ist er abgehauen. Also das gleiche, wenn du halt stirbst, dann gehst du ja quasi auch runter, deswegen haut er dann auch ab. Okay. Mann, diese Schildgegner. Jetzt muss ich was machen, wo ich eventuell sterben könnte. Aber das mir dann wert. Oh, bitte nicht. Und zwar, das ist ein Geheimnis, das hat Matze entdeckt. Zack! Da sind wir am Leuchtfeuer, das ist ein Shortcut. Und den kann man nur frei bekommen, wenn man da Brandwaffen hingeht. Das sind Sachen, also das Spiel hat echt übertriebene Sachen hier versteckt. Nein, jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt, habe eine meiner wichtigen Heilungen verloren. So, Ich gehe erstmal hier geradeaus. Was hast du uns gesagt? Hello there. Traveling. Well, I hope you have a very good re- Oh, hogwash. My name is- I journey. Be careful out there. There's talk- Oh yes, you be- There's treasure in there for certain, but I saw the same design earlier. I was with this warrior, you see. The rather brusque fellow tried to I still have the gent's ring, I do. I'll leave this one to you. I'm worried. Okay. Also man muss immer so lange mit den NPCs reden, bis sie sich wiederholen. So, die nochmal. Eieiei, da hat er das zugemacht, der Schwein. Den Bogenschützen haben wir auch da. Und die Bogenschützen, die ziehen jetzt auch mal schön die Waffen. War das hier so ein kleines... Oh, das war jetzt mega schwer hier, ne? Das war nämlich so ein Labyrinth. Absolut nicht meine Stärke. Okay, was ist das? Nein, meine Waffe ist in Gefahr. Ich muss die ganz schnell wechseln. Das könnte mich mein Leben kosten. Ach, man kann so wechseln. Okay, sehr schön. Da haben wir das Kurzschwert genommen, was wir eben gefunden haben. Batz, batz. Okay. Zack. Kurzschwert ist auch sehr stark. Jetzt müssen wir uns mal eben gucken, welche Waffe doch etwas stärker ist. Die Waffe ist sehr stark.
Nimm mal die Waffe. Die greift ziemlich schnell an. Ich kann viermal mit der angreifen, das passt. So, was haben wir hier? Eine Feuerbombe nochmal gefunden. Sehr schön. Aromaschlick. Keine Ahnung, wofür der gut ist. Müssen wir mal später gucken. Oh, hier ist wieder. Kannst du irgendwie Magie auf die Waffe machen, aber wie genau das funktioniert? Die Waffe macht nicht viel Schaden. Ich muss sie doch mal wechseln. Oh, nicht sterben, nicht sterben. Einmal kurz heilen. Bats. Wenn wir euch in den Konter setzen. Wir wechseln gleich nochmal die Waffe. Die Waffe macht mir ein bisschen zu wenig Schaden. Die macht mir zu wenig Schaden. Wir nehmen das Flammensteindolch. Nee. Nee, doch, das passt. Wir machen so, wir machen so. Jetzt sind wir hier oben angekommen. Nach uns eigentlich an Dark Souls 1, muss ich sagen. Ziemlich Ähnlichkeiten von Dark Souls 1. Das haben wir hier aber gar nicht gefunden. Habe ich hier was verpasst? Um was geht? Irgendwie habe ich hier nichts gefunden. Wow. I hope that brave one. Dann hast du aber was verpasst. Normalerweise liegt da ein Item. Was it allows uns with luck. Ich hab grad was von dem bekommen. Ich hab's nicht gesehen. Was das war? Könnte das ein Schlüssel gewesen sein? Nee, nee, das war nicht so übertrieben wertvoll. Ich glaube, das war ein Verbrauchsmaterial. Also ja, dann habe ich jetzt gefunden. Jetzt weiß ich aber nicht, was ich von dem hier bekommen habe. Von dem Typen, der davor sitzt? Ja, ja. Da bekommst du den kleinen Symbolstein. Hab ich ihn bekommen? Mal schauen. Ja, hinterlässt Rufsymbol. Sehr schön. So, jetzt muss ich gucken, wo finde ich den Schlüssel? Rechts oder links lang? Ich werde erstmal hier lang gehen. Ich habe auch nur noch zwei Lebenssteine. Na komm. Mann, diese Viecher sind übertrieben. Ich sterbe einfach, weil die zu stark sind. Das kann doch nicht sein. Drei Stück und jeder greift durchgehend an. Und die haben eine vierfach, zehnfach, hundertfache Reichweite von dir. Lächerlich. Einfach. Ich hasse das. Ne? Oh, Alter, wenn ich meine Waffe habe, ne? Ich hole mir so ein 20 Meter Dildo und damit haue ich alle um. Das sag ich nie. Die werden es noch bereuen, gegen mich gekämpft zu haben. Nebenbei weiß ich jetzt wieder, wie es zum Boss geht. Ich weiß gar nicht, was ich hier... Das ist eigentlich gar nicht mein Gebiet, fällt mir auf. Ich muss hier gar nicht lang. Ich habe nur die ganze Zeit überlegt, wieso ich überhaupt da hingehe, weil da muss ich später hin. Ja, da sieht man wieder, wie lächerlich das ist. Der Gegner bekommt kein... Ja, fick dich, ich kämpfe nicht. Nee, gegen diese Schildtypen... Leute, gebe ich euch einen Tipp, kämpft nicht gegen die. Einfach useless, da seine Zeit zu verschwinden. Mega schlecht gemacht vom Spiel. Ja. Jetzt gehe ich nochmal hoch. Hab meine Seelen. Ich level sogar noch auf, weil jetzt kommt gleich ein Boss. So. Zum Aufleveln müssen wir natürlich reisen in die Hauptstadt. Yo Leute, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann lasst doch bitte einen Kommentar da oder einen Daumen nach oben. Hier oben habt ihr jetzt noch die eine der letzten DayZ-Folgen und unten den letzten Dark Souls-Part. Haut raus! Juhu!